So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal Strixhaven Set Booster. Ich mag die Strixhaven Set Booster. Die haben mir bisher immer Gutes getan. Und die sind richtig cool und auch richtig viel drin und einfach nice. Wir haben erstmal eine wunderschöne Karte. Oh mein Gott, ist das so eine strategische Planung. Das ist, glaube ich, eine von den Mystical Archives. Ich habe schon wieder gespoilert. Ich vergesse es jedes Mal, dass wir keine Listkarte haben. Sehr schade. Fraktalbeschwörung, 2 grün-blaue Hybrid-Mana und X. Wir kriegen einen 0-0 grün-blauen Fraktalwesen, Kreaturenspielstein mit X-1-1 Marken. Bogengang, Allemende. Kommt getappt ins Spiel. Wenn er ins Spiel kommt, müssen wir ihn opfern. Das heißt, wir zahlen 1 Mana. Tappen für einen Mana beliebiger Farbe. Exkursion, 3 Mana Hexerei. Fängt das schon wieder an? Für die Suche in der Bibliothek nach einem Wald-Standardlandkarte bringen Kapp Spiel mit, lerne eine Lektion. Werden jetzt der Blaue? Jawohl, natürlich kommt jetzt der Blaue. Diese 3 Karten in Reihenfolge habe ich jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal gezogen. Wenn dann jetzt die weiße Karte hinten wieder drin ist, als Dingkarte, muss ich leider sagen, Wizard, was ist mit eurem Schaffler falsch? 2 Mana, 1-3, wir ziehen eine Karte, wirft deine Karte ab. Ich weiß immer noch nicht, wann man von dieser Karte auf diese Karte bekommt. Wahrscheinlich wegen Lektion, wegen Lernen. Weil bei Lektion kann man ja auch eine Karte ziehen, eine Karte abwerfen. Ja, dann kommt der Schwurmagier. Natürlich kommt dann der Schwurmagier, weil der kam auch jedes Mal danach. What the fuck? 3 Mana 2-2. Immer wenn ein Spontanzauber oder eine Hexereikarte, die wir wie eine spielen oder kopieren, legen wir eine +1/+1 Mark auf den. Dann haben wir den Quandrix Campus. Wer kommt getappt ins Spiel? Wir erzeugen ein grünes oder ein blaues. Für 4 Mana tappen Hellsicht 1. Schlusswort. 5 Mana. Dieser Zauberspruch kostet 2 Mana weniger beim Wirken. Was? Während deines Endsegments. Okay, also wenn wir in unserem Endsegment sind und den spielen, kostet er 2 Mana weniger. Was eine strange Version. Wir zerstören eine Kreatur oder einen Planeswalker unserer Wahl, die wir nicht kontrollieren. Und legen eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren. Nice. Klingenhistoriker. 4 Mana 2-3, also 4 Hybrid-Mana. Angreifende Kreaturen, die du kontrollierst, haben Doppelschlag. Wow. Wow, das ist mächtig. Kinian, Dekanin der Substanz. 3 Mana 2-2 tappen, wir schicken die oberste Karte unserer Bibliothek in das Exil. Falls es eine Länderkarte ist, nehmen wir sie auf die Hand. Sonst legen wir eine Studienmarke hier drauf. 5 Mana, wir erzeugen ein 0-0 Fraktalwesen, Kreaturenspielstein. Und für jeden unterschiedlichen Mana-Betrag unter den Nicht-Landkarten im Exil, die wir kontrollieren, legen wir eine +1/+1 Marke drauf. Warum müssen wir eine Studienmarke da drauf legen? Die du besitzt, auf denen eine Studienmarke legt. Hä? Egal. Dann haben wir einen Zauber. Nee, ein Zauberer. Vogelzauberer ist der ein wunderschönes Teil. Imbraham, Dekan der Theorie. An der Theoretiker. 4 Mana 3-3 fliegend. Für 2 blaue und X schicken wir die obersten X-Karten zum Bibliothek ins Exil. Und legen dann für jede von ihnen eine Studienmarke legen wir auf sie drauf. Und wir können diese Karten ins Exil schicken. Was? Wenn eine Karte ins Exil. Ah, nee, wenn eine Karte mit Studienmarke ins Exil geschickt wird, dürfen wir sie auf die Hand nehmen. Ah, nee, wenn sie da liegt. Hä, was? Ach, in Verwirrung. Egal. Ihr werdet es mir schon in den Kommentaren erklären, wenn ich es nicht mehr weiß. Und wir haben ein Demonic Tutor. What the fuck? Ey, ich bin die ganze Zeit über diese Booster am Heulen, dass es immer wieder dieselben Ankamen sind, aber wow, Dämonischer Lehrmeister, Hammer. 2 Mana Hexerei, würdest du in der Bibliothek nach einer Karte nehmen, sie auf die Hand, mischen danach. Uff, Hammer. Und feurige Inspiration. 3 Mana Hexerei. Wir fügen einem Ziel 3 Schadenspunkte zu und lernen eine Lektion. Dazu haben wir ein Fraktalwesen. Wunderschönes Artwork. Ja, Strixhaven. Das ist der Grund, warum ich Strixhaven mag. Ich liebe Strixhaven wegen diesen Karten hier. Das war eine der coolsten Sachen, die sie in den letzten Jahren rausgebracht haben. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blackseed. Ciao, ciao.